ist Schluss mit Lustig. So ist es. Herzlich willkommen, servus zu einer neuen Folge unseres Podcasts So ist es. Heute mit dem Titel Der Ton macht die Musik und gegenüber von mir sitzt heute der Mann, der nicht, dieses Jahr zumindest, nicht mit ins Zeltlager fahren kann. Julian, grüße dich. Ja, grüße dich, Steffen, grüße euch. Ja, es ist leider dies etwas ärgerlich. Also ich wäre sehr, sehr gerne mitgefahren. Es hat, wie gesagt, die letzten 10, 15 Jahre mir extrem viel Spaß gemacht. Aber dies Jahr ist es leider so, dass die Uni einfach doof liegt und ich Klausuren während der Zeltlagerwoche habe und nach der Zeltlagerwoche und dass es zeitlich einfach nicht reinpasst. Ja, man wird leider nicht fürs Zeltlager freigestellt von der Uni. Vor allem nicht für Klausuren. Und ja, somit hoffe ich, dass das, also was heißt ich hoffe, ich weiß, dass es in sehr guten Händen dieses Jahr sein wird. Aber ich hoffe natürlich noch, dass sich noch viele Kids anmelden. Weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Ja, wir müssen gar nicht mehr Werbung machen, das passt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei, ich glaube, Mitte 50, Ende 50 Kinder. Ich glaube, 56 Kinder oder so. Ja, ich gehe davon aus, dass sich das bei uns auch so einpendelt. Ich glaube, wir sind jetzt bei Ende 40, Anfang 50 oder so. Also ich denke mal so, 70 bis 80 Personen werden da auf dem Platz rumspringen. Also von daher würde das schon gut passen, aber ja, Ich auf finde, jeden da merken Fall. wir schon, wie Zeltlager ist schon eine gute Sache und du bist ja auch so ein Zeltlagerkind. Jetzt hast du halt mal ein Jahr Ja, Pause vielleicht nur. genau, Vielleicht. das ist so ein Jahr Abstinenz auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall in der Planung für nächstes Jahr, dass das anders dann läuft mit der Uni, aber ja, das ist schon eine coole Sache und wir hatten jetzt hier am Montag Gottesdienst im oder beziehungsweise im Schwesterngarten und da hatte ich mich auch noch mit einer Mutter unterhalten und auch noch gesagt, das sind so Erinnerungen irgendwie auch, ne? Und die hat mich auch gesagt, ihre Kids, die fahren auch mal so auf Freizeiten mit oder organisieren die jetzt sogar selber und das ist dann schon cool auch irgendwie, ne? Und es ist auch immer cool, wenn Kinder und Jugendliche sich dafür anmelden, ne? Also fahrt gerne in Künzell oder auch in Petersberg noch mit oder generell, wenn ihr irgendwo Freizeiten habt, meldet euch da gerne an. Das macht natürlich Arbeit, das vorzubereiten und ja, gleichzeitig freut man sich auch darüber, je mehr Kinder sich anmelden, desto mehr Spaß macht das natürlich am Ende auch. Ich finde so für mich, das passt jetzt auch zum Thema. Bei mir die Zeltlagererfahrung war so auch, dass Gottesdienste auch anders gestaltet werden und musikalisch auch anders. Wir haben ja heute, der Ton macht die Musik. Wir wollen vor allem auch Organist gucken, was die Orgel so hergibt, aber auch Kirchenmusik generell. Und da war für mich immer so die Gitarre, habe ich nochmal da so richtig anders kennengelernt oder ein Cajon. Das war doch nochmal im Zeltlager eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Und Musik ist einfach nicht nur im Leben, sondern also in unserem Alltag. Wenn ich so sehe, was der Julian für Spotify-Listen hat oder so, ist für uns Menschen ja auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen ja auch im Gottesdienst ist Musik ganz, ganz prägend, ne? Ja, und ich finde, wenn du auf den Organisten schaust, ich finde, das merkst du so an den Kar- und Ostertagen immer, wenn die Orgel dann eben nicht spielt, was das nochmal für einen Unterschied macht. Ne? Du kommst aus diesem Gründonnerstag, wo die Orgel nochmal laut spielt, wo du nochmal in diesem Gesang drin bist und dann hast du an Karfreitag diese, ja, bedrückende Stimmung, wo du nicht diese Orgelmusik hast und dann hast du Ostern, die Lichter gehen an, die Orgel spielt wieder und du hast so eine festliche Atmosphäre irgendwie. Also das ist schon was ganz Besonderes irgendwie. Und ich finde, der Organist hat auch nochmal irgendwie auch so einen besonderen Stellenwert irgendwie, ne? Also, der ist immer bei uns früher als Messdiener, war es dann immer so, ja, da kam der Organist rein und dann hat er mit dem Priester die Lieder abgesprochen, wenn das noch nicht passiert ist vorher. Und dann war auch immer klar, jetzt darfst du auf keinen Fall dich da irgendwie mit einmischen, irgendwas sagen, sondern die zwei waren gerade so in ihrer Welt. Und das finde ich schon, ist auch eine coole Sache irgendwie. Ja, die Orgel ist eben so das Instrument in der Kirche, ne? Ich wüsste jetzt nicht, ich kenne, glaube ich, keine Kirche ohne Orgel. Ist eben wirklich auch schon sehr, sehr traditionell. Ich finde es auch schön, grundsätzlich, die Orgel. Ich glaube, manche sagen will, na, man könnte mal andere oder ein anderes Instrument nutzen. Ich glaube schon, dass es ja auch mehr und mehr und mehr mal wieder gemacht wird. Ich denke aber, Orgel und Kirche, das darf auch verbunden bleiben. Und es ist schon irgendwie sehr festlich. Und wenn da wirklich in die Tasten gehauen wird, wenn so ein feierlicher Einzug ist und so, da hat schon die Orgel auch gewisse Wumms, ne, um mal in Bundeskanzlersprache da zu sprechen. Oh ja, das ein Thema Wumms, kann ich kurz einhaken. Montag Gottesdienst hat der Pater Patrick auch vom Doppelwumms des Heiligen Geistes gepredigt. Also cool, passt hier gerade ganz gut rein, ne? Ja, ich finde es immer schon schön, wenn die Orgel so richtig erklingt und mit Orgel kann man auch modern. Das ist ja auch so, ein Orgel heißt ja nicht einfach nur klassische Musik, sondern mit Orgel kann man auch, wenn man das möchte, einiges auch modern spielen oder manchmal auch sogar ein Poplied, keine Ahnung, irgendwie auch in einer anderen Form wiedergeben. Also ich finde, Orgel ist ja manchmal ein bisschen verpönt schon, aber ich finde es trotzdem, es ist ein schönes Instrument, auch ein teures Instrument natürlich, aber trotzdem was ganz Tolles, ja. Ja, und wie du schon sagst, es ist schon viel möglich. Ne? Ich sag mal so, die Klassiker, die alten Schinken kann man damit auf jeden Fall spielen, hier irgendwie Bonifatius-Lied oder so. Ne? Aber es sind natürlich auch ganz andere Sachen möglich. Ne? Also
Ich weiß nicht, irgendwann hat, glaube ich, mal irgendein Organist bei uns Fluch der Karibik, glaube ich, gespielt, irgendwie, nachdem der Gottesdienst rum war. Also ich sag mal, da ist schon viel möglich und man merkt auch, also ich habe im Bekanntenkreis einen, der auch Orgel spielt. Ich habe hier eine Kommilitonin, die auf jeden Fall auch Orgel spielen kann. Also es ist auch was, das jetzt nicht nur ist, irgendwie was ältere Leute irgendwie machen, sondern das ist auf jeden Fall auch ein Dienst in der Kirche oder auch im Gottesdienst, wo sich vor allem auch junge Leute engagieren können. Ja, wir haben hier jetzt auch einen Künstler, ne, der Benedikt Heil und auch der Johannes Heil, die sind noch eigentlich relativ jung. Organist heißt, ist mir schon auch in einer gewissen Weise auch offiziell. Also da gibt es auch wirklich auch das Kircheninstitut, also auch jetzt hier in jedem Bistum gibt es da auch eine Ausbildung dazu. Also es ist nicht einfach nur so, ich lerne das jetzt so und spiele dann so ein bisschen Gedöns, sondern hat schon noch was, man muss so ein bisschen auch die Liturgie. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so ein bisschen die Liturgie verinnerlicht, was da wie geschieht. Wann sind meine Einsätze und, weil da heißt der Organist schon irgendwie, ne, und gibt den Ton vor, damit der Pfarrer vielleicht gut den Ton trifft beim Halleluja und. Und das nennt sich, glaube ich, die C-Ausbildung, so ein C-Schein. Also, das ist auch, ich glaube, manche meinen vielleicht auch, dass der Organist ganz ehrenamtlich ist. Das ist er jetzt auch nicht, das muss man auch sagen. Die kriegen schon auch pro Heilige Messe einen guten Beitrag. Das ist jetzt anders, wie jetzt hier im Pulderer Raum oft die Küster oder Lektoren. Das ist wirklich ehrenamtlich. Aber Organisten kriegen dann schon auch ihr kleines Taschengeld, sage ich jetzt mal. Und das ist schon auch pro Heilige Messe sind das dann, glaube ich, meistens so 30 Euro. Vor allem, wenn sie eben die Ausbildung gemacht haben. Und das ist schon auch ein kleiner Beitrag. Ja, deswegen manchmal sagt man vielleicht auch, ist auch teuer. Aber ohne Musik ist eben ja so ein Gottesdienst auch ja oft nur die Hälfte wert, so gefühlt, ne? Ja, und ganz passend zum Organisten ist auch, das haben wir jetzt gar nicht sogar bei uns auf der Liste drauf gehabt, aber es gibt ja auch theoretisch den Kantor Genau. als Dienst im Gottesdienst. Das übernimmt ja meistens auch der Organist, weil meistens kann er ja nicht nur irgendwie schön Klavier oder Orgel spielen, sondern meistens auch relativ gut singen. Einige schon, einige vielleicht auch jetzt wieder nicht. Aber das ist natürlich auch so was. Ne? Man muss schon musikalisch auch irgendwie begabt sein, um diesen Dienst auch auszuführen. Ne? Und wie du schon gerade sagst, ne, da investieren manche Jugendliche da ihre Freizeit. Investieren auch ordentlich Geld auch da rein, ne? Und dann versteht man natürlich auch, wieso dann manche sagen, ja, das wird vergütet, zum Teil aber auch nicht, ne? Also man gibt, glaube ich, da auch zwei Seiten, die sagen, ein, ja, das ist ein Ehrenamt, ne? Oder beziehungsweise man macht das zur Ehre Gottes ja auch, ne? Und die anderen sagen halt, ja, da wird Zeit und Geld rein investiert. Also ich glaube, das ist eine Diskussion am Ende, wo wir uns am Ende, glaube ich, einfach darauf einigen können, dass wir sehr dankbar dafür sind, dass Leute Orgel spielen, dass Leute Kirchenmusik machen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich mag zum Beispiel auch extrem bei den Prozessionen immer, wenn so Blaskapellen und so spielen. Also das finde ich auch super cool. Das ist gar kein Front gegen irgendwelche Orgelspieler, aber ich muss schon manchmal sagen, so das Bonifatius-Lied hört sich dreimal schöner mit so einem Orchester an als auf der Orgel. Aber klar, man muss auch sagen, die Orgel unterstützt schon. Und ich fand, du merkst das auch, ob du ein Lied irgendwie über eine Musikbox abspielst oder ob du einen Organisten hast, der dich irgendwie begleitet, ne? Ja, ist was ganz anderes. Und ich denke, die Mischung macht es. Ich glaube, da gibt es nie einen, irgendwie da vom Kopf zu stoßen, ob das der Musikverein ist oder Organisten. Dann gibt es ja auch noch manche schon kleine Bands oder so. Das ist dann schon auch immer mal was Tolles, ob das beim Jugendgottesdienst ist oder wenn ihr Live-Gottesdienst habt oder mal so Familiengottesdienste. Da reicht manchmal auch nur eine Gitarre, auch ein bisschen schlichter vielleicht. Aber irgendwie auch das gehen vielleicht auch manchmal nochmal andere Lieder oder, also das ist auch nochmal was ganz Schönes. Also man sieht, bei Kirchenmusik ist auch viel möglich und da ist auch viel Engagement möglich von Leuten, die vielleicht auch, wer uns jetzt zuhört, wer ein Musikinstrument spielt und sagt, auch hier hören wir eigentlich mal in der Kirche, wo ich sage, das ist ja auch ein schöner Raum, ne? Ist ja meistens von der Akustik her, wo man sagt, ach, da kann ich mich auch mal austoben, so einen großen Probenraum hat man ja normal nicht. Also auch da gerne irgendwie schauen, was gibt es in meiner Pfarrgemeinde? Kann ich mich da vielleicht entweder sogar als Solo, wenn ich Gitarrist bin und vielleicht ein bisschen singen kann, oder habe ich selber eine Band und sage, ach, ich kann mir vorstellen, irgendwie da auch einen Gottesdienst oder so zu begleiten, dann gerne auch irgendwie melden. Ja. Ja, und genau solche Leute, finde ich, sind auch super, wenn jetzt können wir den Bogen wieder zum Zeltlager spannen, auch super fürs Zeltlager, weil es schon eine deutlich andere Atmosphäre ist, ob du am Lagerfeuer sitzt, irgendwelche Lieder singst ohne Musik oder ob du da einen Cajon dabei hast, eine Gitarre. Wir hatten früher auch einen Gruppenleiter, der hat so einen E-Piano dabei gehabt, das konntest du so ausrollen und dann hat er auch Klavier gespielt, ne? Und das ist schon eine deutlich andere Atmosphäre, ne? Und dann sitzt du am Lagerfeuer, hast eine Gitarre irgendwie und da kannst du auch kirchliche Lieder singen, ne? Man singt da nichts nur Weltliches, sondern man kann da auch deutlich kirchliche Lieder aussingen und das ist natürlich schon auch echt cool, ne? Und da wirklich ganz großen Respekt und großen Dank an alle, die sich irgendwie musikalisch auch in Kirche engagieren. Ja, genau. Also wir merken, wir haben viele Dienste in der Kirche und jetzt war so wenig die Musik dran. Wir merken, Musik ist ganz wichtig und im Gottesdienst eben auch. Und wie ihr so hört, ich glaube, für uns beide ist Musik ganz wichtig und es würde was fehlen, wenn da niemand wäre, der uns dann
Ja, unsere Stimmen ein bisschen lenkt. Der Julian und ich, wir singen auch gerne laut mit. Ich glaube, der Julian ein bisschen schiefer wie ich. Ja, Aber. das wurde mir am Montag auch wieder diagnostiziert. Ich bin gefragt worden, ob ich noch bei dir in der Pfarrei bin. Und ich habe gesagt, nee, ich studiere, warum? Ja, weil du singst genauso laut wie die Bühne, nur ein bisschen schepp halt. Echt? Ja. Das ist. Ja, es ist aber ja gut. Ja, sehr. Ja. Aber Ja, lieber aber ist ja laut, gut. bevor gar keiner singt, ne? Ja, aber gut, meistens denke ich ja. In Petersberg sind ja auch noch einige Sänger mit dabei, ne? Das wäre ja. Ja. Ja, der Ton macht die Musik und ja, wir hoffen, wir treffen so manchmal den richtigen Ton und das Thema so ein bisschen auch im Blick zu haben und dass eben auch die Organisten und die Orgel nicht einfach nur Tradition sind und alt, sondern auch wichtig und auch modern können. Und ich denke, wie gesagt, die Mischung macht's. Also bringen wir uns da ein und bringen wirklich den Ton in die Gotteshäuser und damit auch den Glauben, ne? Ob es Lobpreis ist, ob es was Klassisches ist, ob es was Modernes ist, alles irgendwie zur Ehre Gottes. Und deswegen sind ja die Dienste da, genauso eben wie auch bei der Musik. Jawohl, dann schauen wir abschließend. Jetzt ist ja erstmal Pause auf Genau. den letzten Bundesligaspieltag, Steffen, ne? Also ich glaube, wenn wir Ja, das Tippspiel deswegen. gemacht hätten, da wäre ich, glaube ich, sang- und klanglos untergegangen. Gut, die Bayern haben wir beide falsch getippt, wir haben auf Sieg Bayern Ja. getippt. Aber du hast Das stimmt, 4-1 ja. Stuttgart getippt, das ist nicht schlecht gewesen, 4-0. Ja, und auch bei Relegation oder beziehungsweise auf Abstieg. die Tabelle gucken, ne? Also keiner mit Bochum irgendwie gerechnet. Du hast gesagt, Nee. Köln steigt ab. Das war schon mal richtig. Ich habe noch gehofft, dass die Unioner runtergehen. Ja, von daher mal schauen, was jetzt die Relegation bringt. Ne? Heute Abend ist dann erstes Spiel, Hinspiel. Was glaubst du, wer setzt sich durch? Also generell über beide Spiele auch gesehen. Ich glaube Bochum. Glaubst du, Bochum? Ich glaube, Düsseldorf setzt sich durch. Ich glaube, die sind mehr im Flow Okay. drin. Aber naja, können wir nächste Woche dann drauf schauen, ob wer hier richtig getippt hat. Ja, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, Steffen? Ja, nee, ich denke nicht. Ich glaube, steht auch was irgendwas Besonderes an. Wir haben am Sonntag die Messdiener-Einführung und die Verabschiedung hier in Künzell, 10:30 Uhr. Sind wir das große Messdiener-Aufkommen? Sind wir schön, wenn alle Messdiener mal da sind. Aber ansonsten denke ich, wir schauen. Wir haben am Sonntag wieder ein wichtiges Auswärtsspiel mit Pilgerzell. Wir wollen ja noch zwei Spiele. Wir wollen ja noch in die Aufstiegsrelegation. Da haben wir jetzt letzte Woche einen ganz wichtigen Sieg gegen Elders. Ganz wichtig. War ein geiles Spiel. Ja. Ne, genau. Aber sonst ist eigentlich alles gut. Sehr schön. Nee, dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von unserem Podcast, so ist es. Dann mit dem Titel Setzen 6. Mal schauen, was uns dort erwartet. Vielleicht ein Thema, was ganz passend auch ist. Vielleicht können wir noch mal einen Gast einladen. Mal gucken. Schauen Und wir mal. ja, hast du noch irgendwas, Steffen? Sonst. Ne, wünschen wir euch eine gute Zeit, guten Start dann ins Wochenende jetzt und ja. Ja, sagen wir zum Abschied noch, bleibt. Kreativ. Ciao, ciao. Ciao.